Hallo liebe Freunde, ich bin mal wieder auf Interviewtour und diesmal habe ich jetzt sogar gar nicht weit gehabt. Was ist das von Hellersdorf? 16 Kilometer oder so? 15, 16? Das könnte hinhauen, ich bin vorne nur mit den Öffentlichen. Ja. Also irgendwie so war also nicht allzu weit, so wenn ich im Ruhrgebiet bin oder so, das ist erheblich schlimmer. Wer gestern am Mittwoch Siesta gesehen hat mit unserem Dreamteam Jörg und Susi, beziehungsweise in diesem Falle nur Jörg, Susi ist ja krank, an dieser Stelle mal gute Genesung erstmal. Wer das mitbekommen hat, der wird also auch einen Bericht mitbekommen haben, der jetzt hier in Berlin tagesaktuell ist, nämlich ein Ausflug des Allgemeinen Berliner Blinden- und Sehbehindertenverein, ABSV, zur Venus hin mit einer Führung. Der Protagonist, der das hier organisiert hat, der sitzt neben mir, Hans-Peter Sperber vom HPS Entertainment, so war es richtig, hat also auch mit unserer Branche zu tun und den begrüße ich jetzt erstmal. Hallo Bede. Ja, wie kamst du auf die Idee, eine Führung zu organisieren für die Blinden und Sehbehinderten? Ja, auf die Idee kam ich so vor Jahren, als ich noch gesehen habe, war ich öfter auf der Venus, das hat mir gefallen. Und ich war auch die letzten Jahre öfters auf einer Führung über den Blindenverein bei Grünen Woche, Funkausstellung, ITB. Und dieses Jahr war ich wieder auf der Grünen Woche mit einem Kumpel zusammen. Und wir saßen gerade so schön beim Bier und plötzlich kam mir die Idee, man könnte doch auch mal die Führung über die Venus machen. Dann habe ich mich mit ihm darüber ein bisschen unterhalten. Und nach ein paar Wochen hatte ich einen Bekannten zu Besuch, der mir mit meinem Computer hilft. Da sind wir auch über das Thema gekommen. Und dann haben wir einfach mal die E-Mail-Adresse von der Venus rausgesucht und mal hingeschrieben, ob es nicht möglich wäre, eine Führung für Blinde und Sehbehinderte über die Venus zu machen. Und da habe ich auch dann den ABSV angeschrieben, ob die nicht da Interesse hätten, eine Führung über die Venus zu organisieren. Weil die auch ja Führungen über die ITB, IFA machen. Und Frau Rentl, die dafür zuständig ist, hat dann zurückgeschrieben, ja, sie versucht mal, ob da was machbar ist. Und auch der Herr Engel hat, der irgendwie mit der Presse zu tun hat von der Venus, hat mir auch geantwortet, das ist eine super Idee. Er versucht das zusammen mit dem ABSV zu organisieren. Und nun ist soweit, in 14 Tagen ist die große Führung. Zwei Führungen am 13. Oktober und das ist am Welttag des Sehens. Innerhalb der Woche des Sehens, also besser geht es ja gar nicht. Wie haben denn jetzt einmal der ABSV und vielleicht auch die Leitung der Venus reagiert, wo es dann hieß, ja, Sehbehinderten- und Blindenverband oder Blinden- und Sehbehindertenverband und dann Führung über die Venus. Der ABSV, die waren wahrscheinlich etwas überrascht, aber man hat nichts angemerkt, sondern die haben mir eine E-Mail geschrieben, ja, sie versuchen das einmal, fragen mal bei der Venus nach, ob das machbar ist. Und der Herr Engel von der Venus hat dem geschrieben, ja, das ist eine super Idee, das findet er ganz klasse und er wird versuchen, das zu organisieren. Und das hat er mich halt auch mal angerufen und da hat er sich bedankt für die tolle Idee und fand das ganz toll, weil auf die Idee ist ja noch keiner gekommen. Und damit haben sie sich weder ABSH noch Venus vorher mit sowas beschäftigt. Du warst also jetzt erstmal der ideelle Träger, hast die ersten Grundkontakte gemacht und dann lief es praktisch zwischen Verband und Venus-Messeleitung selber. Ja. Ja. Die haben dir das dann alles ausgekaspert, wie das genau laufen soll. Mhm. Ich mache jetzt hier im Vorfeld allerdings über meine Kontakte noch die Online-Werbung, kommt noch ein Presseartikel hinein ins Internet. Online-Promotion und ich habe ja auch euch angeschrieben, damit ihr auch vielleicht Interesse habt und was drüber macht. Das mache ich, also all, was ja viel mit Online zu tun hat, Webradios und Presseportale und so, da kümmere ich mich darum. Wie lange bist du jetzt schon an den Vorbereitungen mit dran?
Also jetzt speziell für die Venus. Na, angefangen hat das im März. Mit der ersten E-Mail an die Venus und der ABSV. Mhm. Aber so viel Vorbereitung ist das für mich jetzt gar nicht, weil die eigentliche Organisation, das geschieht ja intern von ABSV, Venus, die sich absprechen. Ja, und deine Arbeit geht jetzt los in Form von Informationen, E-Mails weiterleiten und so weiter. Ja. Und Presseportal im Internet zu bemustern und solche Interviews führen wie mit dir. Ja. Da hatte ich ja gestern schon einen großen Fototermin mit dem Berliner Kurier. Mhm. Da gibt es dann am Freitag, also morgen, das ist jetzt, oh Gott, was haben wir morgen für ein Datum? Morgen ist der 30. 30. Genau, ja. Am 30. gibt es im Berliner Kurier einen großen Artikel über diese ganze Geschichte. Mhm. Und hinterher eben, ab nächste Woche findet man das dann im Internet. Das Schöne ist, der Berliner Kurier hat gerade ihn noch angerufen vor dem Interview und wollte direkt auch ein Interview machen. Die müssen jetzt erstmal warten. Genau. Na gut, wie ist der Ablauf geplant? Wie viele Messehallen sind das auf der Venus? Da bin ich jetzt überfragt, da habe ich gar nicht nachgefragt. Ja, ich meine, ist das überhaupt in 2 Stunden zu schaffen, oder? Also man geht nicht, bei dieser Führung werden nur einzelne Stände herausgepickt. Da geht es einmal um das Berühren, so hier Tasten mit so 6 Puppen. Mhm. Dann einmal die Herstellung von erotischem Holzspielzeug. Mhm. Dann um Dildos geht es mit Berührung von Dildos, wie sich die verschiedenen Dildos anfühlen. Mhm. Und dann um erotisches Naschwerkzeug, Süßigkeiten. Also das gibt es auch mittlerweile. Ja, das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Und dann wird eben Ella Mortadella, so ein Travista, führt uns da durch die Venus. Dann wird ein bisschen humorvoll auch erklärt, was in den anderen Ständen vonstatten geht. Aha. Dann sind wir, wenn alles gut geht, auch beim Stand von Lena Nitro und Roxy X, das sind 2 Pornostars. Also ich hatte schon das Vergnügen, die persönlich kennenzulernen. Also die sind sehr, sehr nette junge Mädels. Hast du schon Fotoshooting mit den? Das war gestern. Ja. Das mit den beiden hatte ich gestern das schöne Fotoshooting. Sag ich mal jetzt nichts zu. Könnte ich ja jetzt was zu sagen, mache ich nicht. Nein. Das war toll. Ja, glaube ich. Das ist aber oder zumindest ist momentan erstmal die einzigste Sache, die du jetzt im Bereich der Sehbehinderten und Blinden machst. Ja, momentan ist das Einzige. Mhm. Weil mein hauptsächlich ist ja Musik. Das ist, wo ich mich da spezialisiert habe. Und das ist also, wenn mir eben die Idee kam, engagiere ich mich da, dass das ja auch wirklich ein Erfolg wird und nächstes Jahr wiederholt werden kann. Ja gut, mit der Musik, da kommen wir natürlich gleich noch drauf. Lass uns noch ein bisschen bei den Blinden und Sehbehinderten bleiben. Am 13. Oktober ist ja der Tag der Blinden und Sehbehinderten. Am 15. ist der Tag des Weißen Stoffes. Ja. Und du hast ja selbst, bist ja davon betroffen. Wie reagiert die Umwelt auf dich? Wie reagierst du auf das, was momentan abgeht Richtung Gesetzeslage? Hier in Berlin kam gestern das Thema raus, dass da also Gelder gekürzt werden für die Blinden und Sehbehinderten oder für die Schwerbehinderten allgemein. Wie reagierst du darauf? Also ich finde das allerdings nicht so gut, was ich bis jetzt gehört habe mit diesen ganzen Gesetzen, Bundesteilhabegesetz, was eigentlich die Rechte der Blinden, Sehbehinderten und auch anderen Schwerbehinderten ja verbessern soll. Aber es gibt anscheinend da ein paar Passagen, die genau das Gegenteil bewirken. Allerdings ist das noch nicht alles festgegossen. Das sind jetzt Gesetzesvorlagen, die jetzt besprochen werden, aber soweit ich das mitgekriegt habe, die endgültige Vorlage, die dann wirklich als Gesetz verabschiedet wird, soweit sind die ja noch nicht. Da gibt es ja noch die Verbände wie der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, die BSV, der Paritätische Wohlfahrtsverband und andere, die dann noch versuchen Einfluss zu nehmen, damit das möglichst
behindertengerecht ist. Und da bin ich jetzt einmal mal gespannt, wie das ausgeht. Weil die Blinden selbst hatten ja letzte Woche so eine Aktion, Blinde gehen baden, wo blinde Schwimmer in die Spree sprangen und da gebadet haben, um zu zeigen, sie sind mit dem Gesetz jetzt nicht einverstanden, mit dem momentanen Gesetzesentwurf. Ja. Da kann es noch mehrere Aktionen geben. Ja gut, das wird die Politik entscheiden. Wie reagierst du auf dein Umfeld hier in der Gegend, Leute, mit denen du triffst, in der Straßenbahn, wo du bist, wenn du an der Ampel stehst? Ach, da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit den Leuten. Also ich krieg da ziemlich viel Hilfe. Kommen die Leute von dich auch zu und sagen hier und... Ja. Ja? Wow, wow. Das bin ich zufrieden. Aber ich habe jetzt festgestellt, wenn das eine riesengroße Menge ist, zum Beispiel auf der U-Bahn, wenn da viele Leute aus- und einsteigen, da geht man dann schon ein bisschen unter. Wenn da nicht allzu viele Leute sind, dann wird man eher wahrgenommen. Du hast aber jetzt eins erwähnt, vorhin schon im Vorgespräch, mit den Straßenbahnen und Bussen und so weiter, die Informationen, welche Linie das ist, wo die Tür ist und so weiter. Ja, also im öffentlichen Personennahverkehr, das könnte noch etwas besser sein. Zum Beispiel U-Bahn oder S-Bahn, da die Tür zu finden, das ist schwierig. Da müsste man irgendeinen Punkt sein, wo Blinde dann stehen können, wo sie genau wissen, da hätte jetzt die U-Bahn oder die S-Bahn und da kann ich einsteigen. Man muss also immer wieder schauen, wo die Tür ist oder ertasten. Und das ist doch ziemlich kompliziert. Vor allem, wenn man da mal alleine vor unten steht, weil vielleicht etwas später ist und man ist auf dem U-Bahnhof, wo wenig Leute einsteigen, dann ist das schon mal schlecht. Da ist mir schon mal eine U-Bahn weggefahren. Vor der Nase weggefahren, ne? Wobei allerdings in Schwerin weiß ich also, da haben die Bahnen und Busse dann so Informationen, Linie sowieso, Richtung und dann da, wo das Sprechgerät ist, da ist dann auch die Tür. Arbeiten die unterschiedlichen Verbände in den einzelnen Städten, arbeiten die nicht irgendwie zusammen, dass da ein automatischer Informationstausch kommt, wo man vielleicht solche Sachen auch hier in Berlin mal anregen kann? Also für Berlin macht das alles der ABSV. Der ist dafür zuständig und für die bundesweite Geschichte ist es so, die 16 oder 18 Landesverbände, die es gibt, die sind unter dem Dach vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverein zusammengeschlossen, DBSV, und der kümmert sich und koordiniert das dann bundesweit. Kommen wir dann jetzt mal zum HPS Entertainment. Was machst du mit deiner Firma? Was bereitest du vor? Was präsentierst du? Also momentan mache ich noch die Bemusterung und Online-Werbung für das neue Album von Christian Sommer. Das ist so ein Partyschlager-Album, da habe ich euch auch schon bemustert. Mhm. Das muss jetzt noch ein bisschen im Internet machen, dass es auf möglichst vielen Pressenseiten drauf ist. Und bei Facebook gibt ja jede Menge Musikgruppen im Facebook, die im Zusammenhang mit deutscher Musik. Und da wird das hineingesetzt, ein Link dazu. Und das ist ziemlich effektiv. Also es gibt viele, die sagen, Facebook ist SCH, aber wenn man sich die einsetzt, ist Facebook super. Das mache ich jetzt. Und dann eben noch für Venus geht dann nächste Woche eine Pressemitteilung online, die dann bei 70, 80 Presseportalen verteilt wird, damit das möglichst bekannt wird. Denn das ist ja ein richtig schöner Aufhänger, um die Bedürfnisse von Blinden und Sehbehinderten im Vordergrund zu stellen. Mhm. So eine Führung. Das mache ich und dann kommt jetzt, soll dieses Jahr noch ein neues Album von Nicole Freitag rauskommen und das werde ich, so wie es aussieht, promoten. Es ist hier noch kein Vertrag, aber zumindest mündlich ist das abgesprochen und auch der Sänger Dieter Dornig wird wahrscheinlich noch ein Single rausbringen dieses Jahr, die ich dann auch promoten werde. Das ist jetzt das so, was jetzt demnächst ansteht. Und manchmal passiert es halt, dass das ziemlich kurzfristig kommt. Mhm. Ich hatte da die Single von Angela Nowotny, die kam quasi einen Tag vor Veröffentlichung, wurde ich gebeten, ob ich die Promotion nicht übernehmen kann.
Da muss man da kurzfristig reagieren. Ja, ja, das ist klar, das kennt man natürlich, das kenne ich ja auch in meiner Branche. Also hast du jetzt im Augenblick praktisch nur in erster Linie Bemusterung, Online-Arbeit am PC. Du arbeitest also mit einem Hilfssystem, ähnlich wie dem JAWS. Ja, ich habe da das Programm NVDA. Das ist so ähnlich wie JAWS, womit ich arbeite. Aber ich habe auch noch eine menschliche Hilfe, weil das nur mit so einem Hilfsprogramm, das haut nicht so hin. Da braucht man noch jemanden, der was sieht und der dann am Computer arbeitet. Mhm. Sonst haut das nicht hin. Du bist aber als Freiberufler tätig und hast also praktisch in dem Sinne einen Fulltime-Job. Also ich bin freiberuflich schon, aber Fulltime-Job ist das nicht. Es ist so, ich bin Erwerbsminderungsrentner und das ist als, wie heißt das, Kleinunternehmen. Kleinunternehmen, also, ja. Ich bin da schon fast 10 Jahre dabei und habe festgestellt, so eine super große Firma geht da gar nicht. Man kann sowas nebenbei machen, wie ich mit der Erwerbsminderungsrente, weil dann ist man nicht in diesem finanziellen Korsett eingezwängt. Mhm. Und da hat man dann mehr Spaß an der Arbeit. Und wenn mal kein Auftrag kommt, dann ist das auch nicht so schlimm. Aber wenn man nur, also als Fulltime-Job, nee, das wäre nichts. Denn dann würde man ja nur mehr darauf achten müssen, dass möglichst viel Einkommen, möglichst viel Künstler, und das war ursprünglich mal so angedacht, aber ich habe festgestellt, das haut nicht hin. Aber so als Kleinstunternehmen, wo man hauptsächlich die Rente kriegt, ist das hervorragend. Gut. Das heißt also, du kannst frei entscheiden, wann und wie du arbeitest, und wenn mal das Wetter schön ist, so wie heute, dann kannst du sagen, es geht raus, es geht spazieren. Genau. Ja. Außer, wenn wirklich was ansteht, dass dringend was raus muss, dann kann man es ja auch mal hinaushauen. Also, aber ich kann schon meine Zeit frei einteilen. Gut, dann danke ich dir erstmal für dein Interview. Dankeschön, war mir ein Vergnügen. Und ja, ich wünsche dir toi 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 für deine Sachen. Freue mich natürlich, genau wie unsere Hörer, auf deine Bemusterungen, die dann so nach und nach kommen. Ja, wie gesagt, Christian Sommer hat da gerade groß erwähnt. Ist nicht der Christian Sommer, der im Ruhrgebiet lebt und singt. Das ist ein anderer Christian. Stimmt, Sommer. Mein Christian Sommer kommt aus Elsnitz-Sachsen. Ja. Und dann ist schon mal das Problem, wenn man so einen Namen nimmt, der kann auch mal ganz schnell doppelt sein. Aber über den werden wir, denke ich mal, auch noch ein bisschen was hören. Ich werde ihn in Kürze vorstellen. Dankeschön und weiterhin viel, viel Erfolg mit dem Behindertenverband und natürlich auch mit deiner Firma. Herzlichen Dank. Und wer sich mehr informieren will, ein bisschen, meine Firma heißt HBS Entertainment. Aber inzwischen habe ich eine eigene Musikplattform, die nennt sich Sperbis Musikplantage. Weil die Firma heißt jetzt seit Mai HBS Entertainment und Sperbis Musikplantage. Sperbis Musikplantage. Das ist leicht zu merken. Bei Google ist das meistens dann der erste Hit, weil das... Einfach mal googeln. Sperbi, ich glaube mit Y am Ende. Genau, ne? Sperbis Musikplantage. Musikplantage. Schaut mal drauf, werdet ihr mit Sicherheit viel Interessantes sehen. Genau. In diesem Sinne, Dankeschön und ich wünsche euch was. Tschüss.